Heute ist der internationale Mädchentag. Es geht um Gleichberechtigung. Ich habe erstmal an islamische Länder gedacht, Afrika, Südamerika, aber bei uns brauchen wir das noch? Offenbar schon. Das werden wir gleich sehen, wenn wir die Mädchen dazu hören. In Kassel wird heute das Fridericianum pink angestrahlt. Die Kinderhilfsorganisation Plan International will damit ein Zeichen für die Rechte von Mädchen setzen und sie ermutigen, dafür einzustehen. Unterstützt wird die Aktion von der Stadt Kassel und der Documenta. Bürgermeisterin Ilona Friedrich weist darauf hin, dass in vielen Ländern Frühverheiratung und frühe Schwangerschaften Mädchen daran hindern, die Schule abzuschließen und eine Ausbildung zu machen. Aber auch bei uns fühlen sich Mädchen benachteiligt. In Frankfurt gab es heute einen Aktionstag mit Reden, Tanz, Musik und ganz viel Mädelspower. Heute ist ihr Tag, der Tag der 19-jährigen Melinda Nduba. Und das in gleich zweierlei Hinsicht. Ihr Tag, weil sie ein Mädchen ist, und ihr Tag, weil sie heute hier auftreten wird. Mit ihrem Song und ihren Freundinnen. Um ein Zeichen zu setzen, tänzerisch und politisch. Eigentlich ist der Mädchentag einfach dafür gedacht, dass die Mädchen sich schon im jungen Alter für Politik oder soziale Themen engagieren können. Beispielsweise einfach Meinungsbildung oder wie jetzt einfach so einen Tag gestalten für sich selber und es halt auch wissen, was wichtig für sie ist in ihrem Leben. Ihr Auftritt steht noch bevor. Laut wird's schon vorher. Denn sie wollen gehört werden, die rund 200 Mädchen, die heute auf den Frankfurter Goetheplatz gekommen sind. Sie fordern Respekt, der ihnen, wie sie meinen, oft genug verwehrt wird. Zum Beispiel im Schulalltag durch Catcalling, der sexuell anzüglichen Anmache verbaler Art. Bei mir in der Schule wird auch gecatcalled und werden dumme Sprüche gemacht und auch viele sind auch ziemlich homophobisch, also LGBTQ-feindlich. Und ich möchte, dass das aufhört, weil es mich ziemlich ankotzt. Über ein Jahr haben Mädchen und junge Frauen von 6 bis 20 Jahren unter Betreuung des Frauenreferats Frankfurt die heutige Kundgebung organisiert. Auf der Bühne wollen sie zeigen, hier haben alle Platz. Und den sollten sie überall in der Gesellschaft haben. Dafür wurden Flyer entworfen, ein Programm vorbereitet und ein Song geschrieben. Time to close the pay gap. It's time to stop catcalling. It's time to give girls access to education. It's time to end stereotypes. It's time. Zeit, dass sich was ändert, fordern sie und ändern prompt den Goetheplatz in den Simone-Biles-Platz um. US-amerikanische Turnweltmeisterin, Missbrauchsbetroffene und Frauenrechtskämpferin. Und jetzt rückt er näher, der Auftritt von Melinda. Ich bin erstmal glücklich, überhaupt, weil ich habe den Mädchentag nur durch das Jugendhaus kennengelernt. Und Maria hat uns halt gefragt, ob wir auftreten können. Deswegen war es überhaupt erstmal eine schöne Chance, tanzen und auftreten zu können. Andererseits freut es mich auch, wenn junge Mädchen sich für politische Themen interessieren. Und da ist sie, Melinda und ihre Freundinnen. Cool, selbstbewusst, bunt und laut. Passt voll. Zum Mädchentag. Und wir sprechen mit Linda Kagerbauer. Sie beschäftigt sich wissenschaftlich mit Feminismus, also der Gleichberechtigung von Frauen und Mädchen. Und im Frauenreferat der Stadt Frankfurt ist sie die Referentin für Mädchenpolitik und Kultur. Frau Kagerbauer, auf dem Papier haben wir Gleichberechtigung. Warum braucht es trotzdem so eine Demonstration? Naja, weil die Mädchen in Frankfurt ganz klar machen, dass das auf dem Papier das eine ist, das andere ihre alltäglichen Erfahrungen von Diskriminierung. Damit meinen sie einen Alltag, der immer noch geprägt ist von Sexismus, von Rassismus, es war im Beitrag auch deutlich, von Trans- oder Homofeindlichkeit. Das heißt, es gibt einen großen Widerspruch zwischen dem, wie die Welt sich zeigt und dem, wie sie sich für Mädchen anfühlt. Jetzt ist dieser Aktionstag einmal im Jahr, aber das soll ja darüber hinaus wirken. Worum geht es denn genau bei der Vorbereitung und letztlich bei der Realisierung dieses Aktionstags? Was soll das bewirken? Letztendlich geht es um politische Teilhabe. Es geht darum, dass Mädchen, weil sie so wenig in ihrem Alltag die Erfahrung machen, auch über den Internationalen Mädchentag, über das ganze Jahr, in dem sie beteiligt sind, an diesem Tag die Erfahrung machen, dass ihre Stimme zählt, dass es Erwachsene gibt, die ihnen zuhören und dass sie das Recht haben, nicht nur an diesem Tag, sondern jeden Tag für ihre Rechte einzustehen und sich darin unterstützt fühlen. Ich habe gehört, dass die Corona-Zeit auch das Problem ein bisschen verstärkt hat. Inwiefern? Naja, also Mädchen erzählen viel von
auch schon vor Corona von alltäglichen Erfahrungen von Ohnmacht und Fremdbestimmung. Die Corona-Zeit hat für alle Jugendlichen, aber auch für Mädchen das Gefühl bestärkt, noch mehr fremdbestimmt zu werden. Nicht mehr über den Alltag und auch über ihre Öffentlichkeit bestimmen zu können. Deswegen haben sie auf T-Shirts und auf Sticker geschrieben: Ich trage, was ich will. Ich bestimme über meinen Körper und mein Leben. Und ich darf lieben, wen ich will. Das heißt, es geht darum, gemeinsam für ein selbstbestimmtes und gewaltfreies Leben einzutreten. Jeden Tag. Wenn wir nochmal auf die Situation in anderen Ländern gucken, darauf will ja auch Plan International aufmerksam machen. Wir hatten das beleuchtete Fredericianum gesehen. Mhm. Da ist die Situation ja sehr viel schlimmer, sehr viel dramatischer als bei uns. Können wir da auch Einfluss drauf nehmen? Naja, so wie wir das heute getan haben, sich solidarisch sozusagen zu beziehen auf die Situation von Mädchen und Frauen weltweit. Das können wir tun, indem wir hinschauen, indem wir kritisch bleiben und indem wir uns heute sozusagen auch dafür verantwortlich fühlen, dass tatsächlich eine Veränderung, was Geschlechterrollen und Gesellschaft angeht, immer global und immer nur solidarisch zu denken ist. Wir haben jetzt gesehen, dass diese Mädchen sehr engagiert sind. Da waren Stimmen dabei, die auch schon eine klare Vorstellung hatten von dem, was sie mal werden wollen. Ich will Juristin werden, hat eine gesagt. Ich habe den Eindruck, dass die Chancengleichheit bis zum Studium durchaus bei vielen gewährleistet ist, auch abhängig vom Elternhaus. Aber dann selbst Frauen, die einen qualifizierten Abschluss haben, fallen in alte Rollenmuster wieder zurück. Ja, das heißt, das zeigen uns die Mädchen, dass wir als Erwachsene auch weiterhin daran arbeiten müssen, dass sich Strukturen verändern, die tatsächlich gleichberechtigte Teilhabe und Mitbestimmung möglich machen. Und solange es immer noch strukturelle Verhältnisse gibt, die in bestimmte Rollen und tradierte Geschlechterbilder zwängen, gilt es, diese Mädchen und uns ernst zu nehmen und dafür Sorge zu tragen, dass es jeden Tag darum geht, Strukturen zu ändern und für die Mädchen und ihre Rechte einzustehen. Das heißt aber, dass Sie nicht nur die Mädchen ansprechen, sondern auch die Jungs und die Männer. Wir sprechen alle an. Wir sprechen mit diesem Tag, es ist der Tag der Mädchen, die laufen über die Straßen, sind empowered und nehmen sich die Stadt. Gerade in einer Stadt, in der sie auch während Corona vermehrt Erfahrungen von Sexismus und Rassismus gemacht haben. Diese Straßen haben sie sich heute zurückgenommen und sagen allen Erwachsenen und allen Geschlechtern, lasst uns gemeinsam daran arbeiten, dass alle unabhängig von Geschlecht, von Herkunft, von Aussehen das Recht auf Respekt und Mitbestimmung haben. Linda Kagerbauer vom Frauenreferat Frankfurt, vielen Dank, dass Sie bei uns waren und viel Erfolg für Ihre weitere Arbeit. Danke.